And I'm feeling good. Birds flying high, you know how I feel. Turning the sky. Vanessa Herrmann, 29 Jahre jung, hat sich getraut. Als erste Frau weit und breit schneidet sie Männern das Haupt- und Barthaar. Mutig und ungewöhnlich finden manche. Also ich bin eine Frau und sage einfach, ich möchte die Männer schöner machen. Ich glaube einfach, dass ich als Frau ein bisschen besseres Auge habe, was den Männern steht und was den Frauen zu Hause wahrscheinlich auch gefällt. Und Ihre Frau ist zufrieden mit Ihrem Haarschnitt? Ja. Immer mal wieder gibt es Einsprüche, aber die kann man ja dann entsprechend ändern. Pablo war Vanessas erster Kunde und sie seine erste Barberin. Obwohl draußen noch einige Vorurteile gegen Frauen in dieser Szene herrschen, scheint hier drin alles in Butter. Für mich ist es egal, ob das jetzt ein Barber ist oder eine Barberin. Vanessa macht das super gut und ich bin froh, dass ich hier sein darf als Kunde. Schon in der Ausbildung hat die Perfektionistin gemerkt, Männerfrisuren sind genau ihr Ding. Akkurat, alles auf Linie und heute gern auch extrovertiert, mit Strähnchen, Pomade oder Haarpuder gestylt. Mit ein bisschen Pomade und dann die Naturlocke sieht es jetzt schon mega aus, weil ich auch finde, dass sich Männer auch trauen können. Und ich finde es gut, dass die einfach auch auf sich achten und einfach auch für sich was tun, einfach auch zum schönen Aussehen. Was Südländer seit Urzeiten kultivieren, deutsche Männer finden es jetzt auch super. Auch wenn es lustig aussieht, mit Wachs die Nasenhaare zu entfernen. Ich arbeite viel mit Menschen, die vor mir liegen. Das heißt, die sehen relativ häufig von unten nach oben. Und dann finde ich auch, gehört eine Nase auch tatsächlich ganz gepflegt. Ne? Und dann sind die Nasenhaare für mich störend. Vanessa war schon als kleines Mädchen höchst kreativ. Manchmal auch auf Kosten der Familie. Ich habe meiner Schwester, als sie ungefähr 6 Jahre alt war, die Haare abgeschnitten. Also sie hatte sehr lange Haare und hat dann zum Schluss einen Pagenschnitt gekriegt. Das habe ich am Sonntagmorgen gemacht mit der Küchenschere und habe da schon gewusst, dass sie kreativ auf jeden Fall gut bin. Und dieses Jahr dann die Einladung ihres Lebens auf die New York Fashion Show. Als Barberin für hunderte Models. Eine Wahnsinnserfahrung, die aber nicht immer nur spaßig war. Es war tatsächlich stressiger wie befürchtet, es war hektischer wie befürchtet und hat halt einfach in dem Moment funktioniert. Also man ist aus dem Laschenaufzug rauskommen in der ersten Show und dann ging schon los, ein Geschrei und ein Gewusel. Das musste man einfach ausschalten und halt funktionieren, ja. Nach einer Stunde ist auch Pablos Bart perfekt getrimmt. Die Männer sehen entspannt und mindestens 10 Jahre jünger aus. Was sagst du? Sehr gut. Ja? Sehr gut hingebracht. Das Endergebnis stimmt. Angenehme Behandlung wie immer und alles gut. Mir ist es so wichtig, einfach, dass das nicht nur eine Männerdomäne bleibt, sondern dass sich auch die Frauen trauen, Männer immer noch schöner zu machen, dass wir Frauen da einfach auch vertreten sind.